Mao Zedong, 1893 bis 1976. Der 1. Oktober 1949 markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Chinas. An diesem Tag wird nach vielen Jahren schlimmer Kriege die Volksrepublik ausgerufen. Mao Zedong heißt der Mann, der von nun an für Jahrzehnte die Geschicke des Staates lenken sollte. Als der große Vorsitzende, der große Lehrer und der große Oberbefehlshaber geht er in die Geschichte ein. Doch woher kam der Mann, der mit seinen revolutionären Visionen die Jahrtausende alte chinesische Tradition beendete und seine Idee des Kommunismus unerbittlich durchsetzte? Mao Zedong wird am 26.12.1893 in dem kleinen Dorf Shaoshan in der chinesischen Provinz Yunnan geboren. Sein Vater Mao Yensheng stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Er hat es als Reisbauer zu einem kleinen Vermögen gebracht und muss sich keine Sorgen um das tägliche Brot der Familie machen. Aufgrund dieses Privilegs kann der Sohn eine Schule besuchen und muss nicht, wie viele andere Kinder seines Alters, in der Landwirtschaft mitarbeiten. Mit der Schulausbildung will der Vater frühzeitig die Weichen für die Karriere seines Sohnes stellen. Er soll einmal Reishändler werden. Deshalb kommt es auch zu heftigen Auseinandersetzungen, als Mao nach Beendigung der Dorfschule die weiterführende Mittelschule besuchen will. Nach Ansicht des Vaters sind die Grundkenntnisse, die der Sohn mit Abschluss der Dorfschule erworben hat, ausreichend, um ein erfolgreicher Reishändler zu werden. Doch der Sohn setzt sich durch. Der Grundstein für die politische Karriere des Mao Zedong ist gelegt. Während in der Dorfschule traditionelle chinesische Werte, wie zum Beispiel die Philosophie des Konfuzius, gelehrt wurden, setzt sich Mao auf der Mittelschule erstmals mit aktuellen politischen Themen auseinander. In China ist die Zeit der Jahrhundertwende eine Zeit des Umbruchs. Die Manchu-Dynastie, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in China geherrscht hatte, büßt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr an Macht und Ansehen ein. Diese Entwicklung führt schließlich dazu, dass Japan und europäische Großmächte das Land in eine Art halbkoloniale Abhängigkeit treiben können. Doch damit nicht genug. Verschlimmert wird die Situation Chinas durch mehrere Missernten, die zu großen Hungersnöten führen. Immer wieder brodelt es in einzelnen Provinzen des Landes. Es kommt zu Aufständen, die zunächst blutig niedergeschlagen werden, bald aber nicht mehr zu unterbinden sind. Mao, inzwischen 18 Jahre alt, erkennt die Zeichen der Zeit und veröffentlicht erstmals seine politische Meinung. An der Anschlagtafel der kaiserlichen Oberschule in Changsha bringt er einen Zettel an, der für großes Aufsehen sorgt. Er fordert die Revolution im Land und die Bildung einer Republik. Auch einen Präsidenten schlägt er vor, Dr. Sun Yat-sen, ein im japanischen Exil lebender chinesischer Revolutionär. Den Mut, diese Forderungen mit seinem Namen zu unterzeichnen, hat Mao allerdings nicht. Er verwendet das Pseudonym 28 Striche, was auf die Schreibweise seines Namens in der chinesischen Schrift zurückzuführen ist. Als es dann 1911/12 tatsächlich zur Revolution kommt, ist Mao Zedong einer der ersten, die ihren traditionellen Zopf abschneiden. Für ihn ist dies das deutlichste Symbol der überkommenen chinesischen Gesellschaftsordnung. Kurzzeitig dient er auch als Freiwilliger bei den republikanischen Truppen, ehe er ab 1914 das Lehrerseminar in Changsha besucht. In dieser Zeit kommt er auch mit dem Marxismus in Berührung. Nach seinem Examen, das er 1918 ablegt, geht Mao zunächst nach Peking und arbeitet dort als Hilfsbibliothekar. Hier hat er die Möglichkeit, marxistische Bücher zu lesen und sich konkret mit dem Kommunismus auseinanderzusetzen. Als 1921 dann in Shanghai die Kommunistische Partei Chinas, kurz KPC, gegründet wird, ist Mao als Mann der ersten Stunde mit dabei. Nachdem sich ein Jahr später die KPC mit der Kuomintang, einer Partei unter Führung Chiang Kai-sheks, zusammengeschlossen hat, übernimmt Mao eine zentrale Rolle innerhalb der neuen Organisation. Eine seiner ersten Tätigkeiten ist die Gründung einer revolutionären Bauernbewegung auf dem Land.
Anders als seine Parteifreunde geht Mao davon aus, dass nicht das städtische, sondern das ländliche Proletariat der wichtigste Motor für den Umbruch im Land ist. 1927 kommt es zum Bruch zwischen den Anhängern der Kuomintang und denen der KPC. In dramatischen Verfolgungsjagden werden tausende Kommunisten ermordet. Mao flieht in den Untergrund und zieht sich in das südchinesische Bergland zurück. Dort organisiert er einen Partisanenkrieg und bereitet die Gründung der Roten Armee vor. Im selben Jahr proklamiert Mao in der Provinz Jiangxi die erste chinesische Republik nach sowjetischem Vorbild. Er selbst wird Vorsitzender der neu gegründeten Räterepublik. Im restlichen China regiert Chiang Kai-shek mit eiserner Hand. Ihm sind Maos Aktivitäten ein Dorn im Auge. 1934 holt er deshalb zu einem Schlag gegen die Kommunisten aus. Doch Mao erfährt rechtzeitig von Changs Plänen und kann mit seinen Männern fliehen. Im sogenannten Langen Marsch zieht die Rote Armee in das über 10.000 Kilometer entfernte Yan'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi. Der Gewaltmarsch der Männer dauert über ein Jahr. Von den rund 90.000 Mao-Anhängern erreicht nur ein Zehntel das Ziel. Neben den inneren Kämpfen wird China Mitte der 30er Jahre vor allem von Japan bedroht. 1931 fallen die ersten japanischen Truppen in der Mandschurei ein. Schnell ist klar, dass die Kämpfe zwischen Chiang und Mao beigelegt werden müssen, wenn man der Bedrohung von außen standhalten will. So schließen sich die beiden zu einem Zweckbündnis zusammen, das vor allem während des japanisch-chinesischen Krieges zwischen 1937 und 1945 von Bedeutung sein sollte. Während Changs Truppen eisern gegen die Japaner kämpfen, gelingt es Mao, die Rote Armee aus aktiven Kampfhandlungen weitgehend herauszuhalten. Er selbst schreibt in den Kriegsjahren einige wichtige politische Schriften. Unter anderem erscheint 1940 das Buch »Die neue Demokratie«, in dem er seine Vorstellungen über eine neue Staatsform ausführt. Und auch sein Privatleben verändert sich während der Kriegsjahre. 1939 heiratet Mao Zedong die 21 Jahre jüngere Yang Qing. Eigentlich Schauspielerin, tritt Yang Qing unter Maos Einfluss der Partei bei und wird eine der wichtigsten Mitstreiter an seiner Seite. Yang Qing ist nicht Maos erste Frau. Vermutlich war er vor dieser Eheschließung schon mehrmals verheiratet. Auch ist davon auszugehen, dass Mao zu dieser Zeit bereits mehrere Kinder hatte. Wie viele Söhne und Töchter Mao im Laufe seines Lebens geboren werden, ist nicht bekannt. Nach der Niederlage der Japaner 1945 bemüht sich Mao um die Bildung einer Koalitionsregierung mit Chiang. Doch die Vorstellungen der beiden Machtmänner sind zu unterschiedlich. Die Verhandlungen scheitern. Es bricht erneut ein Bürgerkrieg in China aus. 4 Jahre lang kämpfen die beiden Kontrahenten erbittert gegeneinander, bis es der Roten Armee im Spätsommer 1949 gelingt, Peking zu erobern. Nun ist die Schlacht gewonnen. Mao ist auf dem Gipfel seiner Macht angekommen. Am 1. Oktober 1949 ruft er in Peking die Volksrepublik China aus und setzt sich selbst an die Spitze der Regierung. Mao hat klare Vorstellungen von seinem idealen Staat. Eine radikale Veränderung der chinesischen Gesellschaft nach den Ideen von Marx und Lenin spielt dabei eine zentrale Rolle. Selbstverständlich stößt er mit seinen Plänen auf Widerstand. Die traditionelle chinesische Führungselite will sich dem neuen Staatsoberhaupt nicht unterwerfen. Gnadenlos geht er gegen die Widerständler vor. 750.000 Menschen sollen nach seinen Angaben in den Säuberungsaktionen ihren Tod gefunden haben. Ausländische Beobachter schätzen weitaus höhere Zahlen. Mehrere Millionen Opfer werden vermutet. Als zweites setzt Mao alles daran, große Industriestandorte aufzubauen und das Verkehrsnetz zu verbessern.
Die UdSSR, der sich Mao zu dieser Zeit sehr nahe fühlt, liefert mehrere hundert Industrieanlagen und entsendet tausende Fachkräfte nach China, die beim Aufbau und bei der Inbetriebnahme der Firmen helfen sollen. Zur gleichen Zeit forciert die Regierung auch die Gleichstellung der Frau, der vor allem durch eine Reform des Eherechts weitreichende Kompetenzen eingeräumt werden. Nun gibt es nur noch einen großen Bereich, der Mao akut reformbedürftig erscheint: die Landwirtschaft. Mit der Kampagne des großen Sprungs nach vorn sollen aus unzähligen kleinen Bauernhöfen riesige Volkskommunen mit bis zu 20.000 Mitgliedern gemacht werden. Dieses Konzept erweist sich aber als Fehlschlag. Die Bauern verstehen nicht, warum sie für ein Kollektiv arbeiten sollen und keine eigene Landwirtschaft mehr betreiben dürfen. Als Mao erkennt, dass er sein Ziel verfehlt, tritt er 1959 als Staatspräsident zurück, bleibt jedoch weiterhin Parteivorsitzender. Auch das Verhältnis zur UdSSR kühlt in jenen Tagen deutlich ab. Nach Stalins Tod hatte dessen Nachfolger Nikita Chruschtschow 1956 die Entstalinisierung eingeleitet und damit einen tiefen ideologischen Konflikt mit China heraufbeschworen. Von nun an gilt die UdSSR nicht mehr als Verbündeter, sondern als Gegner. Ein deutliches Signal, das Chinas Unabhängigkeit und Selbstverständnis gegenüber der UdSSR zum Ausdruck bringt, ist das Zünden der Atombombe 1964. Durch diesen Schritt wird der Welt deutlich, dass China zum Kreis der Nuklearmächte zählt und bei weltpolitischen Entscheidungen mitreden will. Innenpolitisch kommt es zwischen 1965 und 1976 zu einer sogenannten Kulturrevolution. Mao will endgültig ganz China auf den Kommunismus einschwören. Denn immer noch gibt es in diesem unendlich großen Land Freigeister, die sich seinen Ideen nicht unterordnen wollen. Eine erneute Säuberungsaktion beginnt. Vor allem antimaoistische Intellektuelle wie Schriftsteller, Lehrer und Publizisten werden verfolgt und getötet. Kein Mensch im Staat soll es wagen, Mao und seinen Idealen zu widersprechen. Die Massenmedien werden von nun an streng kontrolliert und dürfen nur ideologiekonforme Inhalte veröffentlichen. Doch trotz all dieser Macht ist Mao noch nicht an seinem Ziel angelangt. Innerhalb der Regierung gibt es ein großes antimaoistisches Lager. Sein Nachfolger im Amt des Staatspräsidenten, Liu Shaoqi, und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Deng Xiaoping, müssen beseitigt werden, wenn Mao die Macht vollständig auf sich vereinen will. Zusammen mit den Rotgardisten, einer Vereinigung unzufriedener Studenten, stürmen Maos Männer die Parteizentrale in Peking und entmachten Shaoqi und Xiaoping. In den folgenden Monaten herrscht unbeschreiblicher Terror in China. Der gesamte Staats- und Parteiapparat wird zerschlagen. Ein großer Teil der immensen Kulturgüter des alten China wird zerstört. Trotzdem gelingt es Mao nur schwer, die antimaoistische Gesinnung in allen Provinzen auszurotten. Die zerstörten Parteiorgane werden durch lokale Revolutionskomitees ersetzt und übernehmen die Macht. Begleitet sind diese ganzen Vorgänge von einem unbeschreiblichen Personenkult, der um Mao aufgebaut wird. Überall hängen Plakate mit seinem Konterfei. Jedes Kind im Land kennt sein Gesicht. Penetrant wird er in der Öffentlichkeit als großer Vorsitzender, großer Lehrer und großer Steuermann bezeichnet. Jeder einzelne Chinese soll wissen, wie gut der große Mao für sein Volk ist. Die wichtigsten Zitate und Gedanken aus seinen Büchern werden zusammengefasst und als rote Bibel unter das Volk gebracht. In viele Sprachen der Volksrepublik China übersetzt, ist die Rote Bibel Pflichtlektüre für alle Chinesen. Auch in den Schulen, die nach einem zweijährigen Verbot 1968 wieder eröffnet werden, steht das kommunistische Gedankengut auf dem täglichen Stundenplan. 1969 stimmt Mao einer ersten Annäherung an Amerika zu. Über Kontakte auf sportlicher Ebene kommt es zu einer Begegnung zwischen Mao und Kissinger, der damals Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Nixon ist. 1971 erringt die Volksrepublik dann den ersten Sieg auf internationalem politischem Parkett.
China wird als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgenommen. In seinen letzten Lebensjahren tritt Mao in der Öffentlichkeit kaum noch auf. Trotzdem ist er nach wie vor überall präsent und gilt als höchste Autorität des Landes. Schon lange bevor er am 8. September 1976 stirbt, ist aus dem Diktator ein roter Heiliger geworden. Wie sein russisches Vorbild Lenin wird auch er mumifiziert und in einem gigantischen Mausoleum in einem gläsernen Sarg zur Schau gestellt. Doch nicht nur sein Körper bleibt erhalten. Auch sein Geist herrscht in China weiter. Seine Nachfolger treiben die Weiterentwicklung seines politischen Erbes voran, was Ende der 70er Jahre unter anderem in der staatlich vorgegebenen Ein-Kind-Ehe gipfelt. Durch die schrittweise Liberalisierung der Wirtschaft mit Beginn der 80er Jahre und die Schaffung günstiger Bedingungen für ausländische Investoren ist China heute zu einem bevorzugten Standort für internationale Unternehmen geworden. Teil 23 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Ernest Hemingway, Walt Disney, Alfred Hitchcock und Salvador Dalí. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment.